Also Chris, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du weltgewandt und elegant aussehen. Um das zu schaffen, ziehst du dich an wie Lenny Kravitz und trägst etwas aus jedem Winkel der Erde an deinem Kopf. Lederarmbänder, Nippelring, Reißverschlüsse, wo sie keiner braucht, Wilma-Feuerstein-Perlenketten, einen Fellkragen mit gehäkelten Ärmeln, einen Hut auf einem Hut, eine Uhr an deinem kleinen Zeh. Und nichts schreit lauter, seht mich an, ich war überall als zwei brennende Bengalos an deiner Sonnenbrille. Sie sehen aus, als wären sie überall gewesen. Starren Sie mich nicht an, ich möchte diese Aufmerksamkeit nicht. Hier muss ich mitten im Zimmer ein Schläfchen mit offenem Mund machen. Oh Gott, meine Mom. Wir hätten vor einer halben Stunde essen sollen. Sie versucht eindeutig Zeit zu schinden. Okay, meine Lieben. Das Essen wird ganz bald fertig sein. Was? Gut. Aber bevor wir anfangen, dachte ich, wir könnten alle noch... Ich habe euch eine Mitteilung zu machen, Leute. Ich werde dieses Haus verlassen. Was? Du willst uns verlassen? Wieso, Brian? Naja, ich habe das Gefühl, meine Zeit hier ist abgelaufen und es gibt noch viel zu erleben in der Welt und genau das habe ich vor. Aber, Brian, du wohnst hier, das ist dein Zuhause. Ich weiß, es war ein langer und harter Entscheidungsprozess. Lang und hart. Tut mir leid, Brian, bitte red weiter. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Aber wo willst du denn hin? Eine lange Geschichte darüber erzählen, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Daddy, möchtest du beginnen? Und ob ich will. Zu viel Süßkram. Zu viel Süßkram? Was heißt zu viel Süßkram? Es gibt zu viel davon. Früher gab es 4 Sorten Karamell, Lollis, Brause und Schokozigaretten. Wenn ich jetzt in einen Laden gehe, bin ich völlig verwirrt. Stört dich noch irgendwas? Warum tragen Baseballspieler keine Wollhemden mehr? Ich finde, Wolle war das perfekte Material. Hingehen. Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber ich werde schon irgendwo unterkommen. Was war daran unanständig? Nichts, ich habe immer noch an lang und hart gedacht. Also, wenn du diesen Entschluss wirklich gefasst hast, dann wünsche ich dir das Allerbeste. Ich hoffe, du bekommst nicht eine Latte von Problemen. Peter? Hm? Was? Ich sagte, ich hoffe, du bekommst nicht eine Latte von Problemen. Das sehe ich auch so. Ich hoffe für ihn, dass es gut geht. Okay. Man war im Stadion mit einer Tüte Karamellbonbons und hat Sportler im Wollhemd gesehen. Ich kann mich noch genau an einen Homerun erinnern, an das Geräusch des Schlages und das Knistern der Wolle. Warum haben Dinge kein Gewicht mehr? Das fährt gerade gegen die Wand. Also Chris, jetzt musst du als Gastgeber einschreiten und... Chris? Chris? Was zum Teufel? Bist du betrunken? Ich hab den Druck nicht verkraftet. Wir ihren Tra... Na dann, wir werden dich vermissen, Brian. Hey Leute, sehen wir uns dieses Video an. Okay, da sitzt dieser Zwergenwüchsige und jetzt kommt von links Bill Cosby rein. Ich bin stinksauer und werde an ihr ausherrschen. Oh mein Gott, der ist eindeutig besoffen. Au, au, sie tun mir weh. Und das ist mir absolut egal. Eine tiefe Traurigkeit in uns. Komm schon, steh auf! Die brauchen dich da unten! Du-ra-lu-ra-lu-ra-l. Gut, da haben wir sie. Ich gehe da rein und hol uns einen Truthahn. Hey Kumpel, willst du mit zu uns kommen, damit ich meine Frau schlecht zubereiten kann? Pancakes? Oh, nur einen kleinen, danke. Mein Gott, das sind die besten Pancakes, die ich je gegessen habe. Brian, würden diese Pancakes sicher auch schmecken? Ich frage mich, wo er ist. Nebenan bei Cleveland. Ich habe ihn beim Zeitungsaustragen gesehen. Weißt du, ich bin dir dankbar, dass ich bei dir wohnen darf, aber ich bin durchaus in der Lage, alleine aufs Klo zu gehen. In dieser Stadt herrscht gesetzliche Leinenpflicht und man weiß nicht... Ja, verdammt! Das wird nicht funktionieren. Lass den Truthahn in Ruhe. Das arme Ding ist... Ah, ah, aua, lass das auf! Verdammt, ich bring dich um, du Arsch! Schnell, Brian, er kommt! Nie wer einen beobachtet. Ich beobachte dich, wie du Korn produzierst. Hallo, neuer Brian. Oh, du isst gerade Kuchen. Kuchen ist kein Kuchen ohne Schlagsahne. Alles ist besser mit Schlagsahne. Hast du mir zugehört? Ja, wieso fragst du? Und es stört dich nicht, wie ich es ausspreche?
Ist er hin? Hier ist er nicht. Da drüben! Sahne? Nein, warum sollte es? Schlagsahne. Ich sag statt dem G ein CH. Klingt doch ganz richtig. Dich stört nie irgendetwas, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich mag einfach alles. Der ist eine größere Spaßbremse als dieser Buzz Killington. Stewie, ich habe eine äußerst anzügliche Scherzfrage für dich. Kannst du mir sagen, was am Straßenrand steht und grün ist? Nein. Ich verrat's dir. Es ist natürlich eine Prostituierte. Oh, leck mich. Ganz ruhig. Hey, wir haben Thanksgiving. Solltet ihr nicht in Detroit sein und ein Footballspiel verlieren? Brian, hier oben! Ich hab noch eine. Was ist ein Pench? Ich sag's dir, ein Pench ist das mittlere Stück von einem Lamp-Pench-Hirn. Ah. Everybody hurts. Zwei, drei. Sometime. Okay, neuer Brian, du bist der Nächste. Oh mein Gott, danke, Peter. Ich bin dir so dankbar. Hey, hab ich doch gern gemacht. Du hast mir das Leben gerettet. Selbstverständlich, du bist mein bester Freund. Hör zu, es tut mir leid, dass ich heute alles versaut hab. Ist schon gut. Ich hab mich auch wie ein Arsch aufgeführt. Ich wollte dich nicht anschreien. Ach, ich hab's verdient. Ich meine im Ernst, ich... Nein, oh Mann, okay. Aber das schaffe ich nicht allein. Lois, ich werde deine Hilfe brauchen. Oh mein Gott, oh oh, okay. Hier ist die unbegabte Schwester von Britney Spears. Warum findet das jemand witzig? Okay, okay. Du fängst an. Also, ich weiß gar nicht, bin ich blau oder bin ich rot? Das ist doch Wahnsinn. Du bist blau. Okay, dann leg ich los. Summer loving had me a blast. Summer loving. Ich hab dein Auto in einem See versenkt. Und ich hab dem Kerl gerade das Genick gebrochen. Schneiden wir ihm die Beine ab, tunken ihn in braune Farbe und wir haben einen Truthahn. Nein, wir sind schon so weit. Machen wir's richtig. Hey, du hast einen kleinen Kopf und einen großen Körper. Soll ich das mal umdrehen? Erwischt! Hurra, wir haben's geschafft! Wir haben endlich einen Truthahn! Ja, aber wie... Best. I met a girl, das bist du! Crazy for me! I met a boy, he's as cute as can be! Summer days, drifting away to all those summer nights! Oh, wella, wella, wella! Danke, dass ich hier wohnen darf, Glenn. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, das kriegen wir hin. Aber spätestens. Das Essen hat schon angefangen. Zu Fuß schaffen wir das nicht mehr. Vielleicht müssen wir gar nicht laufen. Wir erreichen jetzt Quahog. Auf der rechten Seite wohnen die Leute mit dem geilen Trampolin. Aber ich darf nicht mehr drauf, weil ich damit ein Kind auf das Haus geschleudert habe. Man muss die Soßen nicht rausquetschen. Ketchup gab's in Dosen. Und wie findest du die Hosen, die die jungen Leute heute tragen? Haben die... Hör mal, Brian. Nachher kommt mich ein puerto-ricanisches Mädchen besuchen. Und sie ist super scharf und richtig nett. Aber als sie 5 Jahre alt war, ist ihr Dad mit seinem Van über eins ihrer Beine gefahren. Und es sieht immer noch ziemlich übel aus. Es sieht so fies aus, dass es dir sofort ins Auge springt. Erwähne es einfach nicht und versuche in die Augen zu schauen, während sie reinhumpelt. Ich will sie rumkriegen. Ja, klar. Kein Problem. Ich mein's ernst, das... Die richtige Größe? Essen wir bald was? Ich kann euch mit einer Hypothese langweilen, warum man danach müde wird. Ja, scheiß drauf. Ich bin am Verhungern. Okay. Ich glaube, wir sollten essen. Nun, offensichtlich ist Peter nicht da, also muss ich wohl das Zepter in die Hand nehmen. Nun denn, ich hatte nicht vor, das heute zu tun, aber wenn ich in all diese offenen und liebevollen Gesichter von Freunden und Familie sehe, habe ich den Mut gefunden.
Dein sieht aus wie ein Zugunglück. Ich meine, die Braut selber ist hammermäßig hübsch, aber das Ding sieht einfach so aus wie eine Wurstkette, an der eine leere Wursthülle dranhängt. Ich verstehe. Ich meine, es ist sehenswert. Also wenn sie nicht hinschaut, solltest du es dir mal angucken. Aber ich beschwöre dich, mach's diskret. Ja, ich werde einen Blick drauf werfen. Stewie, was machst du denn hier? Brian, du musst zurückkommen. Wieso? Weil dieser neue Brian so ein hohler Vollpfosten ist. Ich meine, er ist... Und endlich zu sagen, dass ich ein stolzer, offen bekennender, aktiver... Lois, wir sind zu Hause und Thanksgiving ist gerettet. War nur ein Witz. Wo zum Teufel seid ihr nur gewesen? Und was willst du mit einem lebenden Truthahn? Einem lebenden Truthahn, der auf Rollerblades steht. Das hat unser Hund gemalt. Wir können keinen lebenden Truthahn essen. Hör mir zu, ich kann das immer noch in Ordnung bringen. Und das werde ich. Bring mir ein Neunereisen und lass mich in das Haus gehen. Er ist so verdammt niedlich und zuckersüß und perfekt und er verwandelt die Familie in einen Haufen Volltrottel. Und, was soll's? Du hast mich auch immer ein Trottel genannt. Ja, aber du warst mein Trottel, Brian. Mein Trottel. Komm zurück und sei wieder mein Trottel. Hola, ich möchte gern zu Glenn. Ih, was ist mit dem Bein passiert? Verdammt, Brian! Komm wieder nach Hause, Brian. Ich sag dir was, wenn das vorbei ist, spende ich dir einen Kuchen mit einer großen... Tja, Kumpel, das war's dann wohl. Ah, ah, au! Wow, den Blick habe ich wohl missverstanden. Ach Gott, es tut mir leid. Ich möchte dich wirklich nicht umbringen, aber ein paar weiße Leute haben extra Pullover angezogen. Das ist eine Portion Schlagsahne. Geht das schon wieder los? Warum sagst du immer CH statt G? Genau deswegen vermisse ich dich, Brian. Vergiss es, ich gehe nicht wieder zurück, solange dieser neue Hund da ist. Solange er zu dieser Familie gehört, ist dort kein Platz für mich. Das kann ich dir nicht mal übel nehmen. Ich hasse ihn so sehr wie du, Brian. Er ist ein Fremdkörper. Wie ein Krokodil auf einer Alligatorversammlung. Ja, wir lauern im Wasser und lassen nur die Augen rausgucken. Ja! Wir schnappen uns einen Reiher oder einen Kran. Sinn. Verdammt! Joe! Joe, du lebst! Bist du verletzt? Ich bin nicht sicher. Halt euch, Joe! Wir holen Hilfe! Nein! Lasst mich einfach sterben! Oh nein, das geht gar nicht, Joe. Wir sind Freunde. Wir sind füreinander da. Du hast mich auch unterstützt, als ich versehentlich die Jeans von Lois anhatte. Peter, du weißt, dass diese Jeans... Ich weiß, es gab eine Verwechslung. Oh, vielen Dank, Fitnessstudio! Hey, wo ist Cleveland? Hat er nicht Besuch von einer Verwandten oder sowas? Weiß nicht, ich habe ihm ein Bier bestellt und jetzt steht's hier einsam und ungenutzt wie der Anrufbeantworter von David Hasselhoff. Hallo, hier ist der Anschluss 55501-22 von David Hasselhoff. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo, David Hasselhoff. Hier ist David Hasselhoff. Denkt dran... Keine Angst, Joe, die holen dich da raus. Juhu, mein Rucksack. Durchhalten, Joe, nach dem Hut von der Frau bist du dran. Danke, es ist windig hier oben. Joe, sag mal, hast du sie noch alle? Warum wolltest du dich umbringen? Was glaubst du? Ich bin nutzlos. Aber du bist die letzten Tage so glücklich. Dass die Schweinekotel ist, aus der Gefriertruhe in den Kühlschrank zu legen, bis sie schonend auftauen. Täusch mich nicht. Hallo, hier ist der Anschluss 55501-22 von David Hasselhoff. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. David, ich bin's nochmal. Denk an den... Ich
gewesen. Das war manisch. Glaubst du, Andy Dick ist glücklich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, als Peter zum Helden geworden ist, ist mir klar geworden, was ich alles nicht tun kann. Ich bin ein Cop, der niemand retten kann. Ich bin ein Ehemann in einer beinlosen Ehe. Mein ganzes Leben ist ein Witz. Aber irgendwie, sobald ich beschlossen hatte, mich umzubringen, fühlte ich mich frei. Fast schon heiter. Ich kann diesem sinnlosen Leben den Abschiedskuss verpassen. Fassen wir zusammen. Du hast uns nur zu den Niagara-Fällen gebracht, um... Pitkrötenwitz bei der Party. Darf ich vorstellen, das ist meine Cousine aus Jamaika, Madame Claude. Freut mich, euch kennenzulernen. Tragen Sie das Stirnband gegen Kopfläuse? Ich hatte mal Filzläuse, furchtbar. Dagegen gibt's eine Salbe und man kriegt einen Kamm dazu. Den Kamm kann ich immer noch benutzen. Tja, das ist unser Quagmire. Und wisst ihr was? Madame Claude ist ein Medium. Sie sagt euch, was ihr in eurem früheren Leben wart. Ich weiß schon, was ich war. Dich umzubringen? Tut mir leid, dass ich euch dazu überredet habe. Ich wollte meine letzte Woche mit meinen besten Freunden verbringen. Du hättest wenigstens mit uns nach Disneyland fahren und dich im Aschenbrödel-Schloss erschießen können. Komm schon, Joe, es gibt viele Gründe zu leben. Du bist attraktiv. Du hast ein attraktives Gesicht. Sein Kinn ist ganz okay. Attraktiv ist übertrieben. Er ist nicht attraktiv, aber es wird einem nicht schlecht, wenn man ihn anguckt. Ja, zumindest nicht, wenn man davor nicht zu viel gegessen hat. Hey, Moment, wo ist Joe? Joe, nein! Eine Erdbeere. Ah, und wieder beginnt ein schöner Tag für mich. Dieter, die Erdbeere. Hey, Kumpel Wurm. Ich freue mich über deine Ankunft, denn wir sitzen alle im selben Garten. Hey, was soll denn... Oh, hey, nein, hey. Uff, uff. Hey, verschwinde. Hey. Er war mein Nachbar und er hat mich vergewaltigt. Jetzt werde ich nie auf einem schicken Kuchen enden. Ich hab's echt nicht drauf. Stellen Sie ihn irgendwo hin. Jungs, das ist nicht notwendig. Gib mir meinen Stuhl zurück. Nein, dann versuchst du nur wieder, dich umzubringen. Ja, dann wärst du der 10. Freund, der sich vor meinen Augen umgebracht hat. Ist das wahr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 2 Mädchen? Oh. Willst du was über dein früheres Leben erfahren, Joe? Das wird witzig. Na klar, wieso nicht? Gut, Schätzchen, schließ deine Augen und befreie deinen Geist. Okay, ich sehe etwas. Joe, du warst ein Oktopus. Ja! Ja, das ist so hammergeil! Verdammt! Oh, das ist cool, das ist cool! Ich will als Nächster... Ich erblicke etwas. Ich sehe dich in London. Und ja, 10. Hör zu, Leute, wir müssen ihn unbedingt nach Quahog zurückbringen und ihm Hilfe besorgen. Eine gute Idee, wir sollten nach Hause fahren. Ich glaube, ihr habt recht. Blöd, dass wir schon die Tickets für die Panoramaseilbahn gekauft haben. Die 16 Dollar sehen wir nicht wieder. Was für eine Geldverschwendung. Nun ja, die Fahrt dauert nur 10 Minuten. Gut, wir fahren mit der Panoramaseilbahn und dann bringen wir Joe zurück nach Quahog. Was ist mit dem Schaumkronenspaziergang? Okay, die Panoramaseilbahn, den Schaumkronenspaziergang und dann bringen wir Joe zurück. Ich glaube im 19. Jahrhundert. Oh Mann, du warst Jack the Ripper. Gigli. Was ist mit Peter? Ja, jetzt bist du dran. Ich glaube nicht, dass diese Schwarzseherin mir etwas sagen kann. Irrtum, Peter. Lass uns beginnen. Oh, Wahnsinn. Du warst mal ein sehr wichtiger Mann. Du warst Griffin Peterson, der Gründer der Wenn man schon mal hier ist, muss man auch den Aussichtsturm besuchen. Ja, machen wir alles. Klasse. Und vergesst nicht, die Handtücher vom Swimmingpool nehmen wir mit. Die können Sie uns nicht in Rechnung stellen. Mann, das war wirklich ein spitzenmäßiger Tag. Ja, nachdem ich die natürliche Schönheit die Stadt Quahog. Moment, Bob Marley, wir haben in der Schule gelernt, dass Mike Chatterbox Musket Quahog gegründet hat, nachdem ihn die große Muschel gerettet hat. Nein, das ist ein Märchen. Peter, du warst der Gründer von Quahog. Ich sehe England vor langer, langer Zeit. Es ist ein frischer Dieses Ortes bewundern durfte, geht es mir schon viel besser. Hey, würdest du die Tür aufmachen? Etwas frische Luft schadet nicht. Klar. Peter, nein! Es war kein Fehler, die frische Luft tut gut. Ja!
Klarer Frühlingsmorgen und Griffin Peterson reitet zum Haus seiner Geliebten. Peterson, was willst du hier? Solltest du nicht arbeiten und Steine aus Kodung und Stroh formen? Wir haben frei, es ist Martin-Luther-Tag. Haha! Ja, das war ein sehr kluger Witz. Habe ich recht, Comedy-Professoren? Oh, ja, sehr hervorragend. In der Tat. Was willst du? Eure Tochter heiraten. Oh, Kacke, ich kann mich nicht festhalten. Du kaufst deine Jeans bei Walmart? Nein, jemand, der sie in der Kirche verloren hat, kauft sie dort. Du trägst verlorene Jeans von anderen? Ich habe die vorgeschriebene Woche gewartet. Festhalten, Jungs! Und jetzt will ich mir ihren Segen abholen. Was könntest du meiner Tochter wohl zu bieten haben? Ich bin einer der wenigen Jungs der Stadt, der keinen langsamen, schmerzvollen Durchfalltod stirbt. Na schön, komm rein. Klopf, klopf, Lady Redbush. Oh, Griffin, es ist so schön, euch zu sehen. Ich bin so geil, küsst meine Hand. Was führt euch hierher? Ich wollte auf einem Spaziergang den verfaulten Gänseafter verdauen, den ich zum Frühstück hatte und euch... Keine Angst, ich rette euch! An was hält er sich da fest? Das ist ein Stuhl mit Rädern. Ein absoluter Traum, Mann. Ich eine kleine Frage stellen. Dann stellt sie. Wollt ihr mich ehelichen? Oh mein Gott, ja! Ja, ich will, Griffin. Oh, ich dachte, du fragst nie. Hast du's getan? Ja, hab ich. Oh, ja. Aber in einem anderen Teil von London gab es einen Mann, der weniger gut gelaunt war. Der König von England, Stuart der Dritte. Oh, ist mir langweilig. Ich wünsche, unterhalten zu werden. Wo ist meine Gau... Die Jungs, schluckt weiter Wasser, wir werden uns hier raustrinken. Schauspielertruppe. Und hier sind die Schauspieler von How I Met Your Mother. Du hast ja gesagt, dass ich dir von dem Kuss erzählt habe. Du hast den Bro-Code gebrochen, Alter. Das verstößt nicht gegen den Bro-Code. Oh doch, Artikel 15b, das ist das Herzstück des Bro-Codes, Mann. Dann habe ich wohl doch gegen den Bro-Code verstoßen. Hey, wartet. Was ist das? Sind das Gags? Finden das Leute in anderen Schlössern etwa witzig? Wir haben eine gute Quote bei den 18 bis... Ich hab dich! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Joe wirklich anfasse. Keine Angst, ich hol euch raus! ...24-jährigen Prinzessinnen. Ich will das von meinem Festplattenrekorder löschen. Wollt ihr diese Sendung wirklich endgültig löschen? Ja. Bringt mir meinen Narren zur Quotenrettung! Hallöchen. Ich will ein paar Witze hören, Narr. Witze erzählen ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich erzähle gern Geschichten aus meinem Leben und lasse den Humor dann in die Alltagssituation einfließen. Meine Tante Frieda war ein echtes Original. Und sie war jederzeit guter Dinge, selbst als sie langsam senil wurde. Einmal... Gott sei Dank, Joe. Ich dachte, ich muss sterben. Ich habe mir meine Beerdigung vorgestellt. Ich weiß nicht, Chris. Ich weiß nicht, warum er das so wollte, aber wir erfüllen die Wünsche deines Vaters. Ich werde meinen Daddy vermissen. Hat sie einen Brief an meinen Onkel Tom geschrieben, von dem sie schon seit einigen Jahren geschieden war. Und sie hat seinen Namen falsch geschrieben. T-O-M-M. Und ich sagte, Frieda, du hast den Namen Tom falsch geschrieben. Du musst ein M streichen. Und sie sagte, welches? Du Arsch, bist in 5 Sekunden tot, wenn Tante Frieda nicht jemandem eine Torte ins Gesicht wirft. Man muss meine Familie kennen, um den Witz... Bring mich zum Lachen! Seht nur Schlüssel.
Das ist sehr satirisch. Eine Parodie auf die Gesellschaft. Schön.